Wisst ihr was, Leute? Photoshop war nur ein Joke. Er war da noch nicht mal hellwach. Er trinkt gleich aus einem nagelneuen Effekt. I am the one, the one, yes. Also jetzt wirklich, Photoshop war eigentlich nur ein Witz. Everyday Saturday war nur ein Prank. Und das neue Everyday Saturday oder Everyday Saturday 2, keine Ahnung. Das wird nur ein Social Experiment. Ich sag es euch. Ah, fuck off. Und Leute, die die ganze Scheiße gedisliked haben, sind eigentlich nur neidisch und haben kein eigenes Leben. Weil Justin Bieber wurde auch gedisliked und seine Musik war ja auch gut. Aber ich meine, da kannst du auch ziemlich gut mit Justin Bieber vergleichen eigentlich. Weil ich meine, er ist auf der Gangtour vertreten. Das sind wirklich nur die besten Videoproduzenten und einfallsreichsten Köpfe in ganz Deutschland zu finden. Für 12-jährige Kids, das ist cool. Wenn ich vom Beruf Clown werde und ganz viele kleine Kinder zum Schreien und zum Lachen bringe, dann ist das genauso cool. Aber Leute, dieses Video ist natürlich auch nur ein soziales Experiment. Ob es wirklich 1000 Leute gibt, die sich Videos von rothaarigen Leuten angucken. Och nein. Also ich muss sagen, das neue Musikvideo von Everyday Saturday ist echt gut geworden. Aber es ist ja auch nicht von ihm. Der Beat ist sogar auch richtig gut und geht ins Ohr. Aber es ist ja auch nicht von ihm. Und abgemischt wurde das Ganze jetzt anscheinend irgendwie auch ziemlich gut. Aber es ist ja auch nicht von ihm. Der Song und die Lyrics sind trotzdem total dumm. Also ich meine, das ist ja auch von ihm. Aber so macht das Justin Bieber auch nur. Die Lyrics sind auch total dumm und machen irgendwie immer noch keinen Sinn. Aber hey, es ist... Nein, es ist ja nicht mal von ihm, was besser geworden ist. Ah. Nein, also meine wirkliche Meinung ist dazu eigentlich... Also es ist irgendwie schon lächerlich, aber ich kann dennoch nicht lachen. Besonders was mir gerade eben aufgefallen ist, als ich die Videobeschreibung mal angeguckt habe. UpRed gibt ja eigentlich in fast jedem Video damit an, dass seine Schuhe so krass limitiert sind und richtig teuer und so. Digga, warum leckt das hier so? Digga, wollte mich... Ich frag mich generell, was an so limitierten Schuhen eigentlich so toll sein soll. Manchmal so todeslimitierte Schuhe machen einen dann besonders, wenn man die trägt. Weil man ist ja einer der wenigen auf der Welt, die die tragen. Und dann frag ich mich, Digga, wie könnte ich denn bitte Klamotten besonders machen? Also ich meine, wenn die todeslimitierten Schuhe denn irgendjemand anders anzieht, dann ist der besonders und du nicht. Also, hä? So, Digga, ich kann mir auch meine Schuhe einfach grün anmalen, sind ja auch todeslimitiert, weil ich der Einzige bin, der die grün angemalt hat, Digga. Respekt. Es ist generell doch einfach so, dass ein Mensch irgendwie besonders ist, wenn ihn seine Eigenschaften besonders machen oder irgendwie er etwas gut kann oder... Ich denke mal, ihr versteht, wie ich meine. So keine materiellen Dinge, sondern einfach irgendwas, was einen niemand wegnehmen kann, so ungefähr. Etwas Innerliches, könnte man sagen. Aber doch keine todeslimitierten... Was? Aber doch keine todeslimitierten Schuhe. Weil wenn man sich diese 500 oder 1000 Euro irgendwie Schuhe kauft, nur damit man sagen kann, ja, Digga, ich bin was Besonderes, dann ist das doch eher traurig als cool. Digga, das wird jetzt aber auch langsam zu deep hier für das Video. Das soll ja noch auf meinem Kanal hochgeladen werden. Klingt einfach Effekt, dann seid ihr auch was Besonderes. Irgendwas brauchen wir jetzt, um das Niveau irgendwie wieder runterzubekommen. Warte, KS, Charlie, kommst du mal? Kommst du? Was ist denn, Charlie? Ich wollte eigentlich nur die Kühe da hinten verschrecken, damit die Zuschauer darüber lachen und das ist witzig. Ja. Digga, halt die Fresse. Halt einfach die Fresse. Warte, wo waren wir stehen geblieben? Oh, UpRed feiert sich, dass er so teure Schuhe trägt und die so cool limitiert sind. Aber wenn ihr mal diesen Shop anguckt, den ihr da mal in der Videobeschreibung bei sich verlinkt, wo freshe Klamotten sind, dann sind da einfach die Klamotten, die er in diesen ganzen Videos immer trägt für 20 Euro oder sowas. Also ich meine, Digga, was ergibt das für einen Sinn? Also ich meine, die Jacke für 30, die T-Shirts für 10, die Hose für 20 und dann die Schuhe für 700. Digga, wen willst du? Aber generell finde ich den Trend in YouTube-Deutschland in der letzten Zeit ziemlich cool, den auch UpRed ziemlich gut verfolgt. Immer schön provokant sein und viel Skandal, Skandal, Skandal. Da ich ja auch großer YouTuber werden will, fange ich jetzt auch damit an. Wisst ihr was, Leute? Ich fand Everyday Saturday 2 richtig gut. Und ich kann mir die Stimme von Katja Krassebitsch länger als 3 Minuten geben. Ich finde ihre Videos sogar richtig cool und innovativ. Und die Pranks von Leon finde ich richtig cool, auch wenn die Fake sind. Weil die entertainen mich und weil normal gucke ich nur RTL. Die coolen Lifehacks von Emra kann ich mir nicht auch einfach so in 3 Minuten auf Google zusammensuchen. Nee. Und Monster trinke ich auch viel lieber als Effekt. Nein, Mann, ich kann nicht mal so tun. Glaub mir doch, Leute, ich werde nochmal großer YouTuber irgendwann. Und ein großer YouTuber hat auch viele Snapchat-Follower. Also edit mich da alle bei Snapchat. Einfach Z-Charlesen. Z-Charlesen ist die Adresse. Einfach edit. Das ist wichtig, Leute. Ist mir egal, wo ihr jetzt gerade seid, ihr editet mich jetzt auf Snapchat. Wenn ihr mich jetzt nicht editet, dann stirbt dieses Effekt hier. Das letzte Video hatte auch wieder über 400 Bewertungen. So theoretisch könnt ihr alle diesen Like-Button treffen. Wäre cool, wenn wir das dieses Mal überbieten könnten. So 401 wären cool. Wenn nicht, dann sagt einfach Bescheid, ja. Also, ist schon in Ordnung. Lasst uns alle am Ende jetzt nochmal zusammen dabben oder so. Also, zum Ende jetzt hier, ne? Okay, Leute, 3, 2, 1. Cool. Och nein.